Willkommen Leute zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Diskussion und zwar dieses Mal zu einem sehr bedeutsamen, wie ich finde. Und zwar geht es heute um eine weitere potenzielle Regeländerung, die passieren könnte. Und zwar sollte man das Extra-Deck-Limit weiter ausweiten oder es so belassen in Zukunft. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, denn wir haben mittlerweile das Link-Format und so weiter und das Extra-Deck wird quasi immer wichtiger und es platzt einfach aus allen Nähten. Aber war das schon immer so? Nicht so wirklich, ne? Wir hatten damals quasi nur die Fusionsmonster und das war halt eine Phase, wo die meisten Leute das Extra-Deck noch nicht so wirklich als wichtig wahrgenommen hatten, ja? Und es war halt auch noch nicht so wichtig, weil nicht jeder konnte das benutzen. Klar, wenn du irgendwelche Metamorphose-Plays gemacht hast oder generell Fusionsdecks mit Polymerisation gespielt hast, dann war das Extra-Deck durchaus wichtig, aber 15 Karten zu spielen, war nicht zwangsweise notwendig, beziehungsweise es hat nicht so viel gemattert, das wirklich zu tun. Dann kam allerdings später die Synchromonster hinzu und die haben das Ganze dann wirklich populär gemacht und sehr viele Leute haben angefangen, wirklich 15 Karten im Extra-Deck zu spielen, weil es halt möglich war und so konntest du quasi das Maximale aus deinem Deck rausholen und wirklich alle Plätze voll machen mit guten Optionen, ja? Aber Leute, wenn man damals halt ohne Tuner gespielt hat, beziehungsweise ein Deck gespielt hat, was keinen Empfänger besessen hat, dann musste man das nicht tun und Extra-Decks waren nach wie vor quasi nur optional, aber es war schon sinnvoll, quasi Tuner sinnvoll einzubauen in sein Deck, aber das ist halt schon mal nicht so wichtig gewesen zu der Zeit, wie es heute war. Aber dann, Leute, kamen die XC-Monster und alles hat sich schlagartig deutlich verändert, denn naja, XC-Monster muss wirklich jeder spielen. Keine Ausnahme, jedes Deck hat wirklich verschiedene Monster, die dieselbe Stufe haben. Denn allein wenn man halt schon ein Key-Monster oder so mehrfach spielt, dann kannst du halt diese beiden Monster, die gleich heißen, schon overlayen. Also es gab überhaupt gar keinen Grund, sich nach wie vor davor zu drücken, ein Extra-Deck zu spielen. Das war dann wirklich elementar. Es gab natürlich dann hin und wieder ein paar Deckthemen, die halt durch irgendwelche Effekte kein Extra-Deck spielen durften oder so. Das gab es schon, aber für gewöhnlich war es halt einfach wichtig, das Extra-Deck wirklich voll zu machen. Und als dann wirklich immer mehr XC-Monster dazukamen, naja, ist das Ganze dann wirklich ziemlich eskaliert und die 15 Plätze haben fast nicht mehr gereicht. Und dann kam noch obendrauf das Link-Format vor einer Weile und das hat das Ganze dann wirklich gesprengt, denn jetzt muss man wirklich noch einige Link-Monster dazu quetschen in irgendeiner Weise. Dadurch fliegen beispielsweise viele alte XC-Monster raus, die bis vor kurzem noch echt stark waren, beziehungsweise die man gerne als Option gespielt hat, aber die passen einfach nicht mehr rein. Und jetzt muss man immer noch sich auf 15 Karten begrenzen, aber noch irgendwie 4 bis 5 Link-Monster reinquetschen. Und es platzt einfach aus allen Nähten und die Frage ist jetzt, sollte man das Ganze auf 20 oder vielleicht sogar 25 erhöhen? 25 ist vielleicht so ein bisschen, naja, unrealistisch. Wir reden heute über ein Limit von 20. Und ich denke mal, das hat auf jeden Fall einige ganz klare positive Seiten. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einem sehr simplen Argument und zwar die Vielfalt bzw. die Varianz einfach, ja? Man kann viel mehr verschiedene Karten spielen, wenn man mehr Platz hat. Und gerade diese ganzen alten Karten, die mal wirklich gut waren, wie beispielsweise Kastel oder so, die mittlerweile immer mehr rausfliegen, kann man dann wieder spielen. Oder beispielsweise Synchromonster, die man in Kombination mit den Handtraps spielen kann, die man ja auch theoretisch normeln kann, was auch zu schönen Plays führen kann, wie beispielsweise Black Ross oder so. Das würden schon einige Decks gerne mit einbauen, aber sie haben halt echt nicht den Platz dafür. Und das könnte man hiermit auf jeden Fall sehr gut kompensieren. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, der auch sehr wichtig ist, und zwar, naja, die Optionen im Duell. Im Endeffekt ist es derselbe Punkt, aber ein bisschen anders durchdacht, und zwar hast du halt dann quasi im Duell mehr Optionen, was das gesamte Spiel etwas komplexer macht, wie ich finde. Also man hebt den Schwierigkeitsgrad von Yu-Gi-Oh! Doch ein bisschen an, weil man mehr Optionen hat und quasi entscheiden muss, was ist gerade am besten. Das Spiel würde zwar nicht viel schwerer werden, aber auf jeden Fall würde man noch ein bisschen die Komplexität steigern, was halt für Anfänger nicht so geil ist, aber was halt für erfahrene Spieler auf jeden Fall interessant wäre. Keine Frage, das ist schon irgendwie ein positiver Punkt, wie ich finde, den man hier auch nochmal anmerken sollte. Es hat allerdings auch massive Downsides und zwar senkt das halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit im Deckbau. Weil wenn du halt wirklich 20 Karten spielen kannst, dann kannst du quasi alles reinklatschen, was du möchtest, beziehungsweise du kannst viel mehr Karten spielen, über die du nicht mehr richtig nachdenken musst. Es ist zwar nach wie vor nicht so einfach, die 20 Besten zu spielen, aber die 15 Besten reinzuhauen, ist halt nicht mehr so schwer, versteht ihr? Ihr müsst euch nicht mehr beschränken, also nicht mehr so krass beschränken. Und das jetzt so ein bisschen, naja, den Skill-Level vom Deckbau runter, weil es war bisher immer schon eine richtige Challenge quasi, die 15 Besten zu finden. Klar, dann wäre es halt die 20 Besten, aber man hätte nicht mehr so ganz dieses Platzproblem, versteht ihr? Und dieses Platzproblem zu kompensieren, war eigentlich immer eine ganz coole Aufgabe beim Deckbau, die auch Skill erfordert hat. Und das würde man hiermit auf jeden Fall ein bisschen runterschrauben, was ich persönlich nicht so cool finde. Also ich finde, das ist schon eine Downside, weil das schmälert mal wieder so ein bisschen den kompetitiven Faktor im Deckbau und das ist immer ein bisschen schade. Und was halt auch problematisch wäre,
wären halt die Combo-Plays, ne? Weil die eskalieren ja jetzt schon. Man kann jetzt schon mit 15 Plätzen richtig krasse verschiedene Combos aufbauen, die komplett eskalieren können. Und mit 20 Plätzen hätte man noch viel, viel mehr Platz für Combo-Extender, für irgendwelche krassen Sachen, die man noch nebenbei einbauen kann, für Sachen, die das Ganze konstanter machen, mit besonderen Handkombinationen und so weiter. Und man könnte Combo-Decks einfach noch viel, viel krasser machen und viel mehr Material zum Verpulvern für irgendwelche Spam-Decks reinbauen. Und das ist halt eigentlich nicht so wirklich gut, ne? Denn wie gesagt, die Spam-Decks sind aktuell schon in meinen Augen eine zu große Gefahr. Und die werden auch immer schlimmer mit jeder generischen Spam-Karte, wie Fireball Dragon und Co., die nach und nach dazukommt. Und deswegen muss man halt echt aufpassen. Man kann allerdings auch mal wieder anmerken, eigentlich ist dafür die Bandlist zuständig, um genau das zu regulieren. Und da muss man halt so ein bisschen die Combo-Decks runterschrauben und wichtige Combo-Karten rausnehmen aus dem Spiel. Aber naja, es ist halt trotzdem eher eine Downside, wie ich finde, auch wenn man das theoretisch schon kompensieren könnte. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt mal zu einem Argument, was auf jeden Fall auch sehr wichtig zu besprechen ist, und zwar, was passiert jetzt, wenn wir eine weitere Beschwörungsart bekommen aus dem Extra-Deck? Und da muss ich sagen, differenziere ich so ein bisschen. Weil vorausgesetzt, wir bekommen eine weitere Beschwörungsart, die aus dem Extra-Deck kommt, dann kann das in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und zwar erstens in eine Richtung, wo davon wirklich jedes Deck abhängig ist, wie beispielsweise Link, weil daran kommst du einfach nicht vorbei. Du musst gewisse Link-Monster spielen, um nach wie vor vernünftig deine Kombos rauszubekommen. Das ist nicht optional, also nicht so richtig zumindest. Oder es ist eine Beschwörungsmethode, die dir vollkommen egal sein kann, wie Fusion. Denn wirklich niemand ist dazu gezwungen, Fusionen zu spielen, ja? Das muss man nicht tun. Oder auch Synchro-Monster, daran ist man nicht gebunden. Wenn man quasi kein Synchro-Deck spielt, kann man auf die quasi größtenteils verzichten und alles ist okay. Und wenn so eine Beschwörungsart dazu kommt, muss ich sagen, wären 15 Plätze nach wie vor eigentlich genug, auch wenn es halt ein bisschen eng werden würde dann, aber es wäre nicht mehr so krass, weil du bist halt wirklich nicht dazu gezwungen, all diese Beschwörungsarten in ein Deck reinzufriemeln. Das ist halt nicht deine Aufgabe, von daher wäre es so eigentlich ganz okay. Aber wenn wir halt wieder was bekommen würden wie Link, dann muss ich sagen, es passt einfach nicht mehr, ja? Sowas geht nicht mehr ins Extra-Deck rein, weil die Sache ist die, XD-Monster sind nicht optional, das muss quasi jedes Deck spielen. Link-Monster sind auch nicht optional. Und wenn dann noch was dazukommt, dann platzt einfach alles aus allen Nähten und das ist viel zu schrecklich, also das will ich mir echt nicht antun. Natürlich würde dann quasi der kompetitive Faktor steigen, weil man muss erstmal die 15 besten Karten dann finden, das wird dann nochmal wesentlich schwieriger sein, aber ich finde, man kann es auch übertreiben und dann wäre die Varianz wirklich komplett für den Arsch und man würde wirklich nur noch die krassesten Staples spielen, die irgendwie existieren und die wichtigsten Karten überhaupt, weil für was anderes wäre dann gar kein Platz mehr und aktuell muss man ja noch sagen, okay, ab und zu bekommt man nochmal so eine kleine Tech-Choice rein, aber das würde dann gar nicht mehr gehen. Ich würde allerdings sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich eher für eine Ausweitung auf 20 Karten im Extra-Deck, aber es hat halt auch wirklich klare Nachteile, ne? Combo-Plays müsste man auf jeden Fall weiter nerven, wenn man das machen würde. Also, es würde erstmal eskalieren und dann müsste man nach kurzer Zeit am besten einfach mal eine Emergency-Bandlist droppen, um einfach so ein paar Karten runterzuschrauben, die gerade zu gefährlich sind. Das wäre wichtig. Und naja, der Skill im Deckbau würde so ein bisschen verloren gehen, aber ich denke, das wäre jetzt nicht zu tragisch. Es wäre halt nur ein bisschen doof, dass halt man nicht mehr so krass nachdenken muss, okay, wie bekomme ich jetzt meine Combo überhaupt mit 15 Karten zustande? Mit 20 Karten würden wir das wahrscheinlich meistens hinbekommen, aber dadurch, dass die Combos halt kniffliger werden, könnte es auch gut sein, dass 20 Karten euch auch wieder vor Herausforderungen stellen, aber ich denke mal, das ist klar. Aber wie gesagt, es hat halt auch große Vorteile. Man hat in Duellen außerhalb von Combo-Decks auch sehr viele neue Optionen dann, beziehungsweise einfach mehr Optionen. Das Ganze wird vielfältiger, man kann mehr verschiedene Karten spielen und so weiter. Viele Karten kommen so ein bisschen aus der Versenkung zurück, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und ich denke mal, das ist halt auch eine gute Sache. Und deswegen muss ich sagen, kann man das nicht ganz klar schlecht reden. Aber wenn wir eine neue Beschwörungsart bekommen und die geht halt wirklich in diese Pflichtrichtung, dann muss ich sagen, steht das nicht mehr zur Option. Das muss passieren. Weil mit 15 Karten kommt man dann einfach nicht mehr hin und das ist scheiße. Also das will ich mir echt nicht antun müssen, dann irgendwie, was weiß ich, 3 verschiedene Beschwörungsarten mindestens in mein Deck zu klatschen, die ich sehr, sehr vielseitig spielen muss eigentlich. Das passt einfach nicht mit 15 Karten. Da muss auf 20 erhöht werden. Aber wie gesagt, wenn es was sein sollte, wie halt Fusionen, was man spielen kann, aber nicht muss, dann würde ich sagen, wäre es okay, wenn man bei 15 bleibt. Und ich denke mal, das ist auch relativ wahrscheinlich, weil eine weitere große Beschwörungsart ins Spiel zu bringen, fände ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, mittlerweile, weil ich glaube, Link war da so ein bisschen das ultimative Upgrade fürs Spiel. Und dann noch weiter zu eskalieren, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Aber gut, jedem das Seine. Eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns alle betrifft, definitiv. Jeden, der irgendwie spielt, der benutzt auch extra der Karten. Von daher, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne weitere Diskussionsthemen in die Kommentare, die ich mal in diesem Format behandeln soll. Und dann geht's vielleicht damit beim nächsten Mal weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.